Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Tomb Raider. Ich muss nochmal. Himiko hatte zweifellos große Macht. Manche sagen schamanistische, elementare. Kaum ist eine Frau mal wirklich mächtig. Hier die Steuerung, so. Wir sollten nichts ausschließen, selbst wenn es uns irrational vorkommt. Wir müssen noch viel über die Welt lernen. Sie klingen wie mein Vater. Das könnte eine Wahnsinnsstory sein, Lara. Aber nur, wenn wir sie überleben. Na, und der Dude wollte zuerst nicht herkommen. Oh, ich hab was im Auge. Noch ein bisschen Schlafsand. Diese Insel ist historisch sicher bedeutsam. Weil jetzt ist 14 Uhr, naja. Also ich habe heute auch schon gearbeitet, so ist nicht. Ich würde auch super gern rennen, aber... Unglaublich, es ist Himiko. Sehen Sie, die Schale, die Kerzen. Sie wird noch immer verehrt. Diese Insel war anscheinend wirklich ein Teil Yamatais. Du hattest recht, Lara. Das alte Königreich. Das ist ja wie Atlantis. Aber das hier ist real, Dr. Whitman. Wir stehen nicht auf einem Mythos. Nein, nein, wir stehen auf einer Goldmine. Was? Kommt, schnell! Eure Freunde sind verletzt. Ja, wahrscheinlich durch sie. Zurück. Wir können ihnen nicht trauen. Sie haben... Ich will keinen Ärger machen. Wir kommen mit. Nein! Aber ich verlange, dass ihr uns zu demjenigen bringt, der euch anführt. Was tun Sie da? Still. Nein! Ich kläre das. Nein! Ah. Nein! Bitte! Hau ab! Uncool. Du musst mit ihnen gehen, Lara. Tu, was sie sagen. Дай мне пистолет. Иди. Dafür, dass wir hier im Drachendreieck und irgendwie in Japan sind, sehen die Dudes hier nicht wirklich japanisch aus. Tut ihnen nichts, bitte! Тихо, я сказал. А ты ведь хорошенькая, да? Напоминаешь мою сестру. Nein! Окружите! Окружите! Только попробуй рыпнуться. Мочите их! Ja, fuck. Gehen Sie hier in der hüfthohen Objekten in Deckung? Hey, bring die Kugel raus. Ganz ruhig bleiben. Bin schon dabei. Oh, ich dachte, ich kann da vielleicht irgendwie einen Takedown machen. In den Hals geschossen. Ganz ruhig bleiben. Bin schon dabei. Da ist sie. Ah, verkackt. Zu weit oben gestanden. Das fängt ja schon mal gut an hier. Diese Gruppe hat's echt in sich. Die meisten werden wir töten müssen. Schade, wir brauchen neue Gruppen. Ja, okay. Was siehst du?
da rein. Das klingt irgendwie russisch. Ich kann kein Russisch, aber das klingt irgendwie nach Russisch. Выходи давай! Лучше не зли меня! Я всех предам! Она тоже была порадочной стервой! Hä, ich hab doch geschossen. Ah, fuck. Falsche Taste. Zum Glück hat das von den Typen um uns rum niemand mitbekommen. Yay. Ach, halt. Keine Munition. Hier kann ich jetzt nicht mehr reingehen. Nach unten gehen. Nee. Okay, gut. Ich lasse es bleiben, ist ja gut. Aber wo war nochmal die... Kuh war das? Wo habe ich nochmal? Steuerungsoptionen gehabt. Was? Nein, ich will die Steuerungen angucken. Tastaturbelegung. Mittlere Maustaste. Nächste Waffe, vorige Waffe, scrollen. Ach, das waren hier die Zahlen. Ja, richtig. Ich habe trotzdem noch keine Munition. Wir wissen, dass du da bist.
Okay. Lara, immer ready für irgendwelche komischen Aktionen. Ich höre gar nichts. Was meinst du? Was stell ich vor? Such weiter! In den anderen Händen! Hey! Hey, sind da unten noch mehr? Geräuschloser Kill. Benutze den Bogen, um Gegner lautlos auszuschalten. Die Ambulara schlittert hier von einer Katastrophe in die nächste. Was stand da? Mal sehen, was er dabei hat. Geldbörse, kaputtes Handy, immer dasselbe. War es denn wieder ein Tanker? Nein, sah eher aus wie ein Forschungsschiff. Aber klar doch. Das war knapp. Nicht cool. Lara, bist du da? Ja. Bei den alten Ruinen steigt Rauch auf. Bist du okay? Oh Gott. Ross, ich habe hier echt ein Problem. Sie bringen Leute um. Was? Wer? Männer. Ich weiß nicht warum. Ich musste einige töten. Ich hatte keine Wahl. Das war sicher nicht leicht. Es war sogar erschreckend leicht. Du musst die anderen warnen, Roth. Mach dir jetzt keine Sorgen um sie. Tu, was nötig ist, um zu mir zu kommen, Lara. Ich versuch's. Irgendwelche Koordinaten? Wollte jemand, dass es gefunden wird? Lara hat offensichtlich nicht verstanden, wie Geocaching funktioniert. Bei Albträumen ist es ja so, dass man früher oder später aufwacht. Aber hier gibt es kein Aufwachen. Was bedeutet, dass ich ruhig jetzt hier bin? Das alles wirklich tue? Nein, denk nicht darüber nach, Lara. Sei ruhig jetzt. Nicht jetzt. Ruhig jetzt. Es hilft dir nicht. Nutzen Sie. Ich weiß nicht, was mit dem Rest der Crew geschehen ist. Hoffentlich sind alle okay. Nutzen Sie schnelle Reise Sie zum müssen. Zum Erkunden. Ich weiß nicht, was Hallo? Aber es zählt nur, dass Ross einen Weg findet, uns nach Hause. Also nutzen Sie schnelle Reise zum Erkunden bereits besuchter Gebiete zum Sammeln versteckter Belohnungen. Ja, gut, okay. Da waren wir schon. Da waren wir schon. Jetzt sind wir hier. Sollen wir jetzt schnell reisen? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben wir einen Fähigkeitspunkt zu verteilen. Und bei Jäger-Upgrades haben wir noch gar nichts gemacht. Sind sie konzentriert? Haben sie mehr Zeit mit dem Bogen zu zielen? Das ist cool. Den wollen wir direkt mal meistern. Weil dann haben wir nämlich auch endlich mal bei den Jäger-Updates ein bisschen was gemacht. Gut. Müssen wir jetzt hierher reisen? Ach ja, wir sollen hier hin. Okay. Wie schnell reise ich jetzt? Oder ist das eigentlich Bergtempel? Da bin ich gerade. Ah, okay. Jetzt habe ich es kapiert.
Okay, dann weiter. Ist auch ein Kistchen. So. Sie ist irgendwo hier drin. Findet sie. Fangen oder töten. Noch so viel Ärger. Schießen sie auf Gaslaternen. Jetzt. Ich sollte eigentlich irgendwas reden, aber ich bin gerade so konzentriert. Nachdem wir hier angespült wurden, setzten uns Regen und Wind tagelang zu. Wir konnten keinerlei Schutz bauen. Jesus, wir konnten uns nicht mal bewegen. Es war, als drücke uns eine gewaltige Hand nach unten. Als der Sturm schließlich doch nachließ, kam Vater Matthias zu uns. Er war ruhig und sprach leise. Er schien uns zu kennen, unseren Namen, wo wir herkamen. Er sprach in unserer Muttersprache zu uns und wir hörten zu, als er uns die Wahrheit über die Insel erzählte. Er ließ uns eine Wahl, Rettung oder Tod. Einige stellten sich gegen ihn. Ohne Zögern tötete er sie, sofort und vor unseren Augen. Vater Matthias wirkte dabei nicht bösartig oder zornig, nur ruhig und entschlossen. Ich stand dort im Sand, nass vom Blut meiner Kameraden und wusste, ich würde ihm folgen. Alright. Das ist das Tagebuch von Nikolai, einer der Überlebenden auf der Insel. Er erwähnt einen Vater Matthias. Ist das derselbe Mann, den ich oder den wir getroffen haben? Das ist eine sehr gute Frage. Ich fürchte, wir werden das herausfinden. Noch hier müssen wir anzünden.
Waffenmodifizierungen verfügbar. Das finden wir in einem Lager. Wir könnten jetzt noch da hinüber gehen und das da holen. Wie sinnvoll das war, das extra zu holen, das können wir uns drüber streiten. Ist ein bisschen umgefallen hier, wa? So. Okay. Ich schaffe das. Ach, sie will nach oben. Die Felsen sind ja auch überhaupt nicht nass und rutschig oder so. Die macht das, als hätte sie noch nie was anderes gemacht in ihrem Leben. Gut, hat sie theoretisch auch nicht, aber das ist ja... Das hat ja, geheißen, das ist ihr erstes Abenteuer, wo sie zum Tomb Raider wurde. Alles im Rucksack. Scheiße. Du sagst es. Komm. Komm. Wie gut, dass hier ein Lagerfeuer ist. Das trotz des Regens nicht ausgeht. Tu mir das nicht an, du verdammter Mistkerl. Ich habe so eine Ahnung, was wir jetzt machen müssen, dürfen sollen. Ja, was nur? Das Rudel ist irgendwo da oben. Ist ja auch der nächste Weg, ne?